Vielleicht erlauben Sie mir zunächst ein paar persönliche Worte zu sagen. Es ist für mich wahrscheinlich leichter, vor dem Parlament zu sprechen, als vor Ihnen zu sprechen. Ich werde mir Mühe geben. Ich bin vor 5 Jahren in die Europapolitik eingestiegen, weil ich der Überzeugung bin, wenn man eine Chance bekommt, für die Gesellschaft etwas zu tun, in dem Fall auf europäischer Ebene etwas zu tun, dass es eine demokratische Verpflichtung ist, dem auch nachzugeben. Als ich die Chance bekommen habe, zur Kandidatur auf der Liste von Ulrike zu kandidieren, als Nummer 2, habe ich definitiv nicht absehen können, dass ich heute zu Ihnen als Spitzenkandidatin sprechen darf. Mir ist vollkommen klar, ich bin Quereinsteigerin beim BZÖ, doch eines habe ich schon kennengelernt. Die letzten Wochen haben mir gezeigt, dass durchaus menschliche Werte in der Politik regieren dürfen und sein dürfen. Und dafür möchte ich Ihnen allen sehr danken. Seit Beginn meiner politischen Karriere bin ich meinen Werten immer treu geblieben. Ich werde Ihnen auch immer treu bleiben. Und ich bin froh, dass ich hier im BZÖ diesen Werten treu bleiben kann, darf und es mir von mir auch erwartet wird. Ich habe schon einiges erlebt. Ich kann Ihnen eines versichern, die letzten Wochen, die ich seit der Ankündigung meiner Kandidatur erlebt habe, habe ich mir nie vorstellen können. Ich habe mir nicht vorstellen können, dass freie Meinung und Freiheit des Einzelnen durch Sippenhaftung ersetzt werden und meine jahrelange Arbeit und sachpolitische Arbeit buchstäblich nichts zählen dürfen. Nur weil ich einer Partei, die von Jörg Haider gegründet wurde, zugesagt habe zu kandidieren und man letztlich auch noch den Ausschluss durchzog. Manch einer, erlauben Sie mir diese persönliche Bemerkung, will mir mittlerweile nicht einmal mehr die Hand geben. Ist das menschlich? Ist das demokratisch? Ich sage nein. Ich stehe selbstverständlich zu meiner Kandidatur und gemeinsam werden wir gegen solche Tendenzen aufstehen. Und so möchte ich mich an dieser Stelle beim Bündnisobmann bedanken, bei seinem Team und bei meinem Team in Salzburg und Brüssel für die Unterstützung in dieser Zeit, ich nenne es mal einer politischen Herausforderung. Herzlichen Dank an euch alle. Nach 5 Jahren im Europaparlament kann ich rückblickend eines festhalten. In manchen Fraktionen zählt durchaus einzig und allein der Machterhalt und der Erhalt der parteipolitischen Interessen. Es ist tragisch, dass der Mensch und 28 Völker aus dem Augenwinkel vieler Politiker und Politikerinnen und vieler Entscheidungen schlichtweg weggerückt sind. Man hört oft, in Österreich ist alles okay, Österreich geht es gut. Ich frage mich, geht es unseren österreichischen Mitbürgern und Mitbürgerinnen wirklich gut? Sehen wir über die Postkartenansicht von Mozartkugel, Wiener Schnitzel und den herrlichen Panoramaaufnahmen schlichtweg einmal hinweg und schauen wir auf die Realität, auf den Alltag. Das passt alles nicht auf eine Postkarte. Manche, die sich auch jetzt dieser Wahl stellen, der Europawahl stellen, sind der Ansicht, dass in Österreich allgemeiner Wohlstand herrscht und dass ein jeder circa ein Durchschnittseinkommen von 3.000 Euro hätte. Ist so gesagt worden. Ich rate diesen, und ich erlaube mir, diesen persönlichen Rat zu geben, aus diesen Höhen herabzusteigen, mit den Menschen zu sprechen, zuzuhören und zu versuchen zu verstehen, was die Leute, unsere Mitbürger und Mitbürgerinnen wirklich bewegt. Denn es ist gerade der Mittelstand, die Säule der Gesellschaft, unserer Gesellschaft, der immer mehr in Probleme gerät. So möchte ich kurzzeitig in Erinnerung rufen, wir haben 402.000 Arbeitslose in Österreich. Es ist dies der höchste Stand an Arbeitslosigkeit seit dem Zweiten Weltkrieg. Daraus ergibt sich die Frage, wie geht es eigentlich den vielen jugendlichen Arbeitslosen in Österreich und in Europa? Wie geht es der Generation 50 plus in puncto Arbeitslosigkeit?
Was wurde getan, um diese steigende Zahl an Arbeitslosigkeit zu bekämpfen, um Wachstum zu stärken und Betrieben wieder eine Chance zu geben? Meiner Meinung nach noch immer viel zu wenig. Ich will Ihnen einen kurzen Einblick in die Arbeit geben und meine Arbeit geben. Mir sind diese Anliegen in der Tat sehr, sehr, sehr wichtig. Und so konnte ich heuer als erste Abgeordnete einen Änderungsantrag ins Plenum bringen zum Budget 2015, der in der Tat die Arbeitslosigkeit, die Situation der Arbeitslosen der Generation 50 plus aufnimmt. Ich habe mich persönlich sehr gefreut, dass nur ca. 50 Leute ihn entweder abgelehnt haben oder sich der Stimme enthalten haben. Und dass der Rest der Kollegen und Kolleginnen, weit über 400, diesem Antrag zugestimmt haben. Also man kann etwas tun. Statt uns um verstärkte Investitionen in kleine und mittlere Betriebe zu kümmern, Forschung, Wirtschaft, Industrie und Bildung anzukurbeln, rettet die Europäische Union wesentlich lieber die Banken. Unzumutbar ist, dass Leute, die lebenslang gespart haben, die für ihre Enkel Geld gespart haben, nun ihr Sparguthaben verlieren können. Ich rufe in Erinnerung Zypern. Zypern war ein skandalöser Pilotversuch, an einem kleinen Land zu testen, was passiert, wenn Bankomaten und Konten über Nacht geschlossen werden. Man muss sich hier fragen, wann gibt es endlich einen vernünftigen Weg eines Trennbankensystems, wo es staatliche Garantien nicht mehr für Spekulanten gibt. Milliarden von Zahlungen fließen leider nicht den Bürgern zu, sondern den Banken. Ich darf hier kurz in meine Erinnerung zurückrufen, den Besuch in Griechenland, einen Delegationsbesuch, den werde ich noch an anderer Stelle einmal erwähnen, wo wir tatsächlich hören mussten, dass die Leute kein Geld haben, wo sie in prekären Arbeitsverhältnissen leben müssen, mit dem, was sie auskommen. Sie bekommen kein Geld von der Europäischen Union. Und die mir wörtlich gesagt haben, Frau Wertmann, es fließt schlichtweg zu den Banken. Ein vorgeschobenes Argument ist immer wieder die Rettung des Euros. Es muss Möglichkeiten geben, hier Alternativen anzudenken. Alle diese Maßnahmen werden allerdings ohne Einbeziehung der Bevölkerung getroffen. Meiner Meinung nach ist Mitsprache der Menschen wichtig für den Weiterbestand unseres Europas. Das Europa unserer Gründerväter geht nur mit den Menschen. Stellen Sie sich hier mal selbst die Frage, wann ist die österreichische Bevölkerung zuletzt gefragt worden zu einem europäischen Thema? Ich möchte an dieser Stelle alle meine Kollegen und Kolleginnen, die auch zur Europawahl kandidieren, auffordern, eine Garantie zu geben. Sollten die Beitrittsverhandlungen für die Türkei abgeschlossen werden, dann muss es in Österreich eine verbindliche Volksabstimmung geben. Erlauben Sie mir ein Wort zu den Finanzen der Europäischen Union. Ich bin Mitglied im Haushaltsausschuss, es ist mein Lieblingsausschuss geworden. Die Europäische Union kann per Vertrag keine Schulden machen. Im Oktober letzten Jahres standen wir wenige Tage vor der Zahlungsunfähigkeit. Kein Mensch spricht darüber, gell? Es ist einfach kein Mut da, über die Zahlungsschwierigkeiten in der Europäischen Union tatsächlich öffentlich zu sprechen, das Volk mit einzubeziehen. Ich möchte auf der anderen Seite in Ihre Erinnerung rufen, in Amerika sprach ein jeder vom Shutdown. Das bedeutet Zahlungsunfähigkeit oder drohende Zahlungsunfähigkeit, die Amerika vor sich hatte. Wir hatten es auch. Bei uns gab es eilige Abstimmungen, eilige Änderungen. Und den Rest kennen Sie. Zu wünschen ist, dass es endlich Gelder gefunden werden,
die echte Einsparungen innerhalb der Europäischen Union bringen. Ich will Ihnen hier den Reisezirkus, wie ich es nenne, der Travel Circus, zwischen Brüssel und Straßburg nicht vorenthalten. Monatlich geht das Parlament mit sogenannten grünen Boxen auf die Reise. Das halbe Büro wird zusammengepackt, Assistenten, Abgeordnete, Beamte, Funktionäre, alle müssen mit, zumindest der größte Teil. Wir haben eine schwere Wirtschaftskrise nach wie vor in der Europäischen Union. Es würden ca. 200 Millionen Euro locker gemacht werden, die man für andere Punkte verwenden kann. Die Lösung dieses Problems, dieses Reisezirkus, scheitert schlichtweg am Prestigegedanken von Frankreich. Die Kommission muss sich in der Tat um die wahren Probleme kümmern. Ich halte eine Richtlinie zur Regelung des Stromverbrauchs von Kaffeemaschine, des Staubsaugers, der Wasserdurchlaufgeschwindigkeit und Ähnlichem vom Duschkopf für absolut unangebracht. Sie schränken das tägliche Leben nicht nur von Ihnen, sondern von allen Menschen in der Europäischen Union ein. Braucht es das wirklich? Ich bin der Überzeugung, dass unsere Bürger und Bürgerinnen sich wirklich große Lösungen erwarten. Wir haben große Probleme. Aber besinnen wir uns doch auf unsere Grundwerte. Die Europäische Union ist als Friedensprojekt geschaffen worden. Wir dürfen auf 60 Jahre Frieden zurückblicken. Wie sieht es um uns herum aus? Stichwort Syrien, Ukraine. Hierfür erwarten sich unsere Bürger und Bürgerinnen Antworten, kompetente Antworten. Wann wird es endlich eine echte und stabilisierende gemeinsame Sicherheits- und Außenpolitik geben? Vor allem aber in diesem Zusammenhang möchte ich einfordern, eine Informationspolitik in den Ländern, aus denen die Flüchtlinge zu uns nach Europa in die Europäische Union kommen. Ich habe in Griechenland eine Afrikanerin getroffen, eine Frau von 4 Kindern, die Schleppern vertraut hat, die in die Europäische Union gekommen ist. Und die Frau hat mir anvertraut, hat uns anvertraut, der Delegation anvertraut, hätte sie die wahren Umstände, das wahre Ausmaß gewusst, sie hätte diese Reise nie angetreten. Sie hat sich erwartet, dass es hier Frieden gäbe. Sie hat sich erwartet, dass sie hier eine Arbeit finden könnte. Sie hat sich erwartet, dass sie genug zu essen hätte. Sie hat zu mir gesagt, leider ist dem nicht so. Das macht nachdenklich. Auch in anderen Bereichen, wie Forschung, Umwelt und Gesundheit, wäre es sinnvoll, dass europäisches Wissen gebündelt wird und gemeinsame Initiativen langfristig hier gesetzt werden. Erlauben Sie mir kurz ein Wort zum Europa der Regionen zu sagen. Wir brauchen regionale Vielfalt, wir brauchen eine Stärkung der kleinen und mittleren Unternehmen. Vor allem in den ländlichen Regionen brauchen die Bürger und Bürgerinnen die Sicherheit. Sicherheit, dass sie eine wertvolle Arbeit haben. Und in dem Sinn fordere ich ein, dass die Agrarfabriken in Zukunft nicht in den Mittelpunkt der Förderpolitik mehr gestellt werden. Wir wollen eine Europäische Union, die sich um unsere Bürger und Bürgerinnen kümmert, die den Willen der Bürger und Bürgerinnen entgegenkommt. Und dazu möchte ich nochmal das Fundament in Erinnerung rufen, eine Union des Friedens und das Schlagwort vereint sind wir in der Vielfalt, United we are in diversity. Nationalstaaten müssen in ihrer Souveränität geschätzt und respektiert werden. Ich möchte, dass unsere Bürger und Bürgerinnen in Europa leben können, wo Freiheit nicht nur ein Wort ist, sondern auch in der Tat gelebt wird.
bevor ich jetzt zum Schluss komme, ich habe mich natürlich ein bisschen mit der Geschichte des BZÖ beschäftigt. Ich habe drei beeindruckende Zitate gefunden, die ich für mich als Europaabgeordnete, als Europapolitikerin etwas abgeändert habe. Erstens, wir wollen in einem Europa leben, in dem Vielfalt, vorurteilsfreie Offenheit, Größe und Kleinheit das Leben unserer Bürger und Bürgerinnen prägen. Jörg Haider hat dies einmal gesagt. Zweitens, wir wollen ein Europa mit selbstbestimmten Menschen, ein Europa, in dem sich Leistung wieder lohnt, nach Josef Bucher. Drittens, eine Aufforderung unseres Bündnisobmanns Gerald Gross, lassen Sie uns geschlossen Politik machen und mit Mut und Voraussicht neue Wege erkennen. In diesem Sinne möchte ich zum Schluss kommen und meine, lasst uns das Potenzial des BZÖ nach außen kehren, wieder eine starke Partei zu werden, eine starke Partei zu werden, wo Bürger und Bürgerinnen sicher sind, dass wir den Wandel, im Wandel der Zeit voranschreiten, den Bürgern und Bürgerinnen zuhören und auf Worte auch Taten folgen. Machen wir uns ans Werk. Dankeschön. Applaus